die Prinzessin. Hier kommt die Prinzessin. Die Prinzessin, die Prinzessin. Was für ein schöner, friedlicher Tag. So, und wo ist die Prinzessin? Oh? Hallo, Prinzessin. Was machst du da? Ich pfeife. Du pfeifst? Mhm. Oh, und ich dachte schon, du machst ein unanständiges Geräusch. Ich kann es einfach nicht richtig. Aber ich würde es so gern können. Warum, Prinzessin? Weil man kann pfeifen, wenn man arbeitet. Und man kann zur Begrüßung pfeifen. Ahoi, ihr Matrosen! Und man kann pfeifen, wenn man fröhlich ist. Niemand kann so gut kochen wie ich, eh? Und wenn man will, dass dir jemand zuhört? Dann pfeifst du einfach. Könnte ich bitte mal die Milch haben, Schatz? Pfeifen ist einfach praktisch. Und jeder kann es. Nur ich nicht. Au! Und was machst du jetzt, kleine Prinzessin? Ich brauche jemanden, der es mir beibringt. Das ist eine gute Idee. Kannst du das machen? Ich? Oh, ehrlich gesagt, kann ich nicht so gut pfeifen. Oh. Guten Morgen, Prinzessin. Und wie geht es dir an diesem wunderschönen Tag? Nicht gut. Oh. Kannst du mir beibringen, wie man pfeift? Wie man pfeift? Oh, das ist ganz leicht. Zuerst musst du einen spitzen Mund machen. Und dann ganz einfach lospusten. Oh, ganz sanft. Versuch es gleich nochmal, Prinzessin. Ja, so. Und puste. Entschuldigung. Halb so wild. Und pfeifen ist nicht so wichtig. Sieh dir mal das an. Toll! Ja. Ich will auch mit den Ohren wackeln. Beeindruckend, oder? General, was machen Sie da? Schönes Fräulein, ich kann das erklären. Das war Sie nämlich denken so. Wohl, mit den Ohren wackeln ist etwas Besonderes. Aber was sagen Sie dazu? Das machen Sie aber sehr geschickt. Oh, danke. Lustig, ha? Bravo. Das hätten Sie nicht erwartet, stimmt's? Nein, und jetzt singen Sie mal auf meine Ohren. Sie singt mir schon eine. Das sah wirklich lustig aus, Prinzessin. Ja, und ich versuche das jetzt auch. Wackeln meine Ohren schon? Noch nicht so richtig. Oh. Ich weiß was. Aua. Mua. Was ist denn, Prinzessin? Ich kann nicht mit den Ohren.
Ohren wackeln. Und ploppen kann ich auch nicht. Und ich kann immer noch nicht pfeifen. Ich soll also pfeifen? Das ist ein Weilchen her. Vielleicht bin ich ein wenig eingerostet. Zeig's mir, bitte. Also gut. Versuchen wir es mal gemeinsam. Kopf nach oben. Ja, einen spitzen Mund machen. Und pusten. Das lerne ich nie im Leben. Ach komm. Ich weiß was. Hast du das schon mal probiert? Das ist doch viel besser als pfeifen. Komm, mach mit, probier's mal. Ich klopf mir auf den Kopf. Ja, das machst du gut. Und jetzt hüpfen. Ist das nicht toll? Oh nein. Oh je. Ich kann überhaupt gar nichts. Weiter geht's. Drei. Ich hab gewonnen. Ach, Mann. Ist irgendetwas nicht in Ordnung, mein Schätzchen? Ja, ich kann nicht hüpfen und gleichzeitig auf meinen Kopf klopfen. Ich kann nicht mit den Ohren wackeln. Ich kann mit dem Finger meinen Mund nicht ploppen lassen. Und das Schlimmste ist, ich kann nicht pfeifen! Oh je. Miau. Das ist so gemein. Vielleicht kann ich dir helfen, Püppchen. Das glaube ich nicht. Weißt du, ich verrate dir mal was. Ich kann auch nicht pfeifen. Du kannst nicht pfeifen? Nein, kein bisschen. Es war so hoffnungslos, dass mir mein Vater etwas geschenkt hat, als ich noch ein junger Prinz war. Was ist das? Eine Pfeife. Vielleicht hilft dir das ein bisschen, bis du richtig pfeifen gelernt hast. Oh. Oh. Siehst du? Gute Nacht, Püppchen. Also ich finde, es ist ein hübsches Geschenk. Aber es ist ja nicht wie richtig pfeifen. Ach, manchen kann man nichts recht machen. Alle können irgendwas und ich will auch was besonders gut können. Du könntest erst mal die Seife benutzen. Ich benutze doch immer Seife. Siehst du? Was kommt denn jetzt wieder? Oh, wo rennst du denn hin, Prinzessin? Ich kann vielleicht noch nicht richtig pfeifen, aber dafür kann ich was anderes. Das ist was Neues und das kann nur ich. Oh, verstehe. Das machst du gut. Ja, wundervoll. Das ist irgendwie wundervoll.
Und wie ist das? Mhm. Oh, das ist gelungen. Prinzessin. Hallo. Achtung. Oh. Püppchen, du brauchst doch keinen Schnuller im Garten. Ich mag ihn doch so. Ohne den Schnuller siehst du aber viel hübscher aus. Prinzessin, und warum magst du deinen Schnuller so? Ich mag es, wie er riecht. Zitze. Schnuller sind was für Babys. Ich mag es, wie er schmeckt. Voila. Oh, no. Ich mag es, wenn ich ihn in Wasser tauche und dran sauge. Zitze. Das klingt natürlich gut. Willst du auch mal? Das ist sehr lieb von dir, aber nein, danke. Gute Nacht und träum was Schönes, mein Schatz. Prinzessin. Ich habe keine Zeit. Das sehe ich. Suchst du irgendwas? Jemand hat mir meinen Schnuller gestohlen. Wo ist er? Wo ist was, Prinzessin? Mein Schnuller. Wo denkst du hin? Ich habe doch keine Schnuller in meine Küche. Hast du ihn weggenommen? Nein. Es geht doch nichts über ein Crockett-Spielchen. Du hast ihn, stimmt? Pass doch auf. Was soll ich haben, Püppchen? Meinen Schnuller. Da drin sind ganz bestimmt keine Schnuller. Hast du meinen
Schnuller. Ich? Generäle pflegen keine Schnuller zu haben. Voilà. Oh, ich sollte lieber nicht. Es ist eine schlechte Angewohnheit. Dann nicht. Vielleicht nur mal eine. Die hier? Oder vielleicht diese? Ich will meinen Schnuller wieder haben! Oh nein, meine Trüffelpraline! Hast du ihn genommen? Schätzchen, du bist schon zu groß für einen Schnuller. Du hast ihn also genommen. Wo ist er? Ich hab ihn weggetan. Ich will meinen Schnuller. Ich will meinen Schnuller. Ich will meinen Schnuller. Nein. Wo kann er sein? Da unten ist er nicht. Nein, nein, auch nicht. Erdbeerfüllung, die sind delikat. Vielen Dank. Oh, köstlich. Da ist er ja. Ich will meinen Schnuller. Das ist eine schlechte Angewohnheit. Du hast gesagt, Pralinen sind auch eine schlechte Angewohnheit und du isst sie trotzdem. Oh, oh je. Wenn du dir deinen Schnuller abgewöhnst, dann höre ich auch mit der Pralinennascherei auf. Dann müssen wir uns beide was abgewöhnen. Genau so ist es. Na gut. Fantastik-Idee. Gut gemacht. Das kannst du dir auch abgewöhnen. Oh. So. Oh, aber... Weg damit. Aber... Was? Oh, no! Toll, Schlampe! Na, Prinzessin? Hallo! Wie läuft's denn so? Vermisst du deinen Schnuller? Also... Beim Mittagessen brauche ich ihn ja nicht. Yum, yum. Draußen brauche ich ihn auch nicht. Auch nicht, wenn ich die Parade abnehme. Oh, meine Nessie. Ich brauche ihn auch nicht beim Abendessen. Aber nachts vermisse ich ihn schon ein bisschen. Vielleicht sehe ich nur mal schnell nach, ob er noch da ist. Hey, was macht ihr denn alle hier? Böse Mama. Oh je. Oh.
Hier, Schätzchen. Ah. Mm. Oh. Oh. Lalalalala. Oh, herrlich. Ja, was für ein schöner Anblick. Vielen Dank. Meine liebe Nessie. Oh. Ja. Aber was ist damit? Schnuller ist was für Babys. Du kannst ihn wieder weglegen. Weglegen? Wir gewöhnen uns beide was ab, weißt du noch? Tapfere Mama. Na schön. Was für ein Jammer. Gute Nacht. Gute Nacht, Prinzessin. Meine Pralinen. Schade, meine Schläger. Meine Nessie fehlt mir schon sehr. Keine Musik. Das ist so gemein. Was für ein schöner, friedlicher Tag. Hey, lass meine Karotten in Ruhe. Mach, dass du wegkommst. Verschwinde. Für ihn ist der Tag nicht so friedlich. Mal sehen, was die Prinzessin heute macht. Komisch. Guten Morgen, Prinzessin. Oh, hallo. Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Es klingt ganz hohl. Ja? Oh. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Für wen ist das Paket denn? Es ist für den König. Oh, wunderbar. Endlich ist es da. Oh. Aber Papa, was ist das denn? Ich zeig es dir. Pass auf. Du drehst an dieser Kurbel und dann... Oh. Ich will auch mal Trompete spielen. Wo kriege ich so eine, Papa? Hm? Papa! Mhm. Kann ich ein ganz großes Eis haben? Mhm. Auch schon zum Frühstück? Alles, was du willst, Püppchen. Was hast du denn, Prinzessin? Mit diesem Musikding macht er immer so. Ich will eine Trompete. Hast du eine?
Leider nicht, Prinzessin. Dann suche ich mir eben eine. Oh, wow. Nein, 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 nein. Ist in der Kiste eine Trompete? Das weiß ich noch nicht. Trompete, Trompete. Ach, hier muss es doch irgendwo eine Trompete geben. Und den Kopf noch ein bisschen schief? Ja, so müsste das gehen. Gärtner! Oh, hallo, kleine Prinzessin. Hallo. Hast du eine Trompete da drin? Was? Nein, ganz bestimmt nicht. Schade. Komm mit, Gisbert. Hey, hey, weg da! Lass bloß meine... Oh je, oh je. Hörst du eine Trompete? Bin nicht sicher, aber ich höre ganz viel Krach. Wo ist meine Pfanne, die ganz große? Wo kann sie nur sein? Hast du eine Trompete, mit der ich Musik machen kann? Musik? Siehst du nicht, ich bin beschäftigt, sehr beschäftigt. Für sowas habe ich keine Zeit. Oh. Ach. Oh, da ist überall Obst drin. Oh. Eine Trompete. Ah, non. Raus aus meiner Küche. Husch. Husch, 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 husch. Drin und verstopft alles. Oh. Ja, ich hab's geschafft. Jetzt kann ich trompeten. Das klingt schön. Ist das nicht ein bisschen laut? Nö. Jetzt kann ich Papa was vorspielen. Da fühlt man sich richtig beschwingt. Willst du dem König nicht etwas vorspielen? Ich will vorher lieber noch ein bisschen üben. Du meine Güte! Oh, ich glaube, ich übe lieber woanders, Mama. Ah, damit muss man sehr vorsichtig sein. Wackelpudding ist eine sehr wackelige Angelegenheit. Prinzessin! Husch, husch, raus aus meiner Küche! Ach, wie oft muss ich das denn noch machen? Magst du denn keine Musik? Ich mag Musik nur, wenn es auch Musik ist. Das war doch Musik. Ich glaube, ich habe jetzt genug geübt.
Langsam. Oh, ich hoffe, er kann sie reparieren. Wir müssen ganz vorsichtig sein. Wollt ihr mal meine Trompete hören? Jetzt nicht, Püppchen. Wir bringen die Spieldose zur Reparatur zum Gärtner. Schätzchen, vielleicht solltest du lieber draußen spielen. Was hast du, Prinzessin? Niemand will meine Trompete hören. Oh je. Und dann ziehen wir die Schraube noch fest. So, jetzt müsste sie wieder gehen. Wie geht es dir, kleine Prinzessin? Schlecht. Yippie! Ja! Haben denn schon alle hier deine Trompete gehört? Also, der Gärtner noch nicht. Er hört dir bestimmt gerne zu. Gärtner! So, Genau. Hey, ihr schon wieder! Verschwindet! Lasst den Kopf in Ruhe! Weg mit euch! Na los, ihr seid meine... Oh, tja, was sagt man dazu? Das war ein fabelhafter Lärm. Toll gemacht, Prinzessin. Das hast du wirklich toll gemacht. Ja, und jetzt spielen wir Papa was vor. Oh nein! Gib das sofort zurück, du Räuber! Oh je! Lass es fallen! Du freche Krähe! Bravo! Oh, gut gemacht, Püppchen. Ab jetzt kannst du spielen, so oft und so lange du willst. Vor allem bei mir im Gemüsegarten. Oh ja! Gut gemacht!